geht, weil es eine Oper ist, um alles. Von der Intensität. Es geht um unsere Zeit, was die babylonische Sprachverwirrung anbelangt. Der Turmbau, die Sprachverwirrung finden nicht im Libretto statt, was schon mal eine bewusste Setzung von uns war. Aber in der Musik wird man diese sieben Bilder sich wie den Turm verjüngen hören und man wird eine Sprachverwirrung hören, wie sie es wahrscheinlich nur in Babylon und heute gab. Mit der Uraufführung der Oper Babylon von Jörg Widmann auf ein Libretto von Peter Sloterdijk bringt die Bayerische Staatsoper ein musikalisch wie szenisch großdimensioniertes Werk auf die Bühne. Es ist die Liebesgeschichte zwischen der Babylonierin Inanna und dem Juden Tamu. Nachdem Tamu in einem Ritual den Göttern geopfert wurde, holt Inanna ihn aus der Unterwelt zurück ins Leben. Es ist aber gleichzeitig auch die Geschichte von einem prägenden Ursprung unserer Zivilisation. Zwei Kulturen treffen aufeinander, die babylonische und die jüdische. Und diese kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch in Jörg Widmanns Musik wider. Da gibt es ziemlich heftige, radikale Schnitte, überhaupt wie diese Musik. Ich bin so ein Übergangsfetischist, also in der Musik nahtlose Übergänge von einer in die andere Sphäre. Aber in diesem Stück wird sehr oft sehr scharf geschnitten, von der einen musikalischen Welt in die andere hinein. So trifft in Babylon etwa das Weltuntergangsszenarium der Sintflut auf schrill groteske Episoden, feierliches Ritual und religiöse Einkehr. Diese hochheilige Bibelexegese-Welt, jüdische Welt, wird gegengeschnitten mit einem babylonischen Karneval, in der bayerische und babylonische Elemente aufeinanderprallen. Und diese zwei Welten separat genommen, wären schon mal eine Oper in sich, weil sie in sich schon dramatisch sind. Und diese zwei Welten jagen wir relativ unversöhnlich gegeneinander. Und was mir auch musikalisch wichtig war, es findet nicht nur hintereinander statt, sondern teilweise wirklich übereinander. Und das, finde ich, ist aber unsere Zeit. Also ob Babylon im Prinzip so viel anders geklungen hat, weiß ich nicht. Aber diese verschiedenen Kulte, diese verschiedenen Kulturen, überhaupt eine erste Multikultur in Babylon, mit allen Risiken, mit allem Schlimmen, mit allem Schönen, das finde ich doch sehr faszinierend. Götter und Menschen sind an den Eid gebunden. Nie wieder heißt das oberste Gesetz. Nie wieder. Und jede Seele muss das ihre dazu. Bildgewaltig in Szene gesetzt wird Babylon von Carlos Padrisa mitsamt dem katalanischen Künstlerkollektiv La Fura dels Baus. Babylon repräsentiert den Beginn der Geschichte, einer Geschichte, die auf uns heute großen Einfluss hat. Die Babylonier haben die Schrift, das Rad, das Bier, die sieben Wochentage und viele andere Sachen erfunden. Etwa auch den Städtebau und vor allem die Gesetze. Jene Gesetze, die das Gesetz von Auge um Auge, Zahn um Zahn ersetzten. Und genau diese Gesetze ermöglichten es schon vor 5000 Jahren, dass Menschen verschiedener Ethnien in einer Stadt zusammenleben konnten, sich respektierten und gegenseitig integrierten. Die Oper Babylon ist also das Wiederaufleben einer vergessenen Kultur, die eigentlich unsere ist. Die Errungenschaften der babylonischen Kultur bestimmen auch die Inszenierung von La Fura dels Baus. Szenisch gehen wir von dem Bild einer Computertastatur aus. Die einzelnen Buchstaben bilden quasi eine Wand. Und diese Tasten fügen sich schließlich zum Turm von Babel oder zum Tor des Ischtar zusammen. Die Tasten sind wie große Lego-Bausteine. Und aus diesen über 200 Teilen errichten wir immer neue Gebilde.
Wir bauen Wände, gleichzeitig erschaffen wir durch die Buchstaben aber auch einen Text und damit eine Idee, ein Konzept. Es dreht sich also alles um das Thema Schrift, die ja aus der babylonischen Kultur stammt. Man sieht Wände, die eigentlich Sätze sind. Dann werden sie wieder eingerissen und neu aufgebaut. Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Frauen, Inanna und die Seele, die zwei Seiten der Liebe verkörpern, körperliche und geistige Liebe. Inanna wird von der jungen Sopranistin Anna Prohaska gesungen, die zum ersten Mal in einer Neuinszenierung an der Bayerischen Staatsoper zu erleben ist. Inanna ist die Priesterin der Göttin Inanna, also der Göttin gleichen Namens, die die Göttin der Liebe und des Krieges ist. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache, dass sozusagen die Liebe gleichzeitig auch was Zerstörerisches hat, etwas Allkonsumierendes. Und ja, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus eben weihevoller Priesterin, aber auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, Tempelprostituierte schon auch. Also es hat sehr viel mit Verführung zu tun, also eine Konvertierung, sozusagen dieses Tamu hat auch was mit etwas sehr Erotischem zu tun bei dieser Partie. Jörg Wiedmann hat die Partie Anna Prohaska quasi in die Kehle geschrieben. Das Tolle ist, dass er versucht hat, alle möglichen stimmlichen Arten auszureizen, die man so als Sängerin, aber auch Sprecherin zur Verfügung hat. Die gesamte Palette von tiefstem Sprechgesang bis zu höchsten Pfeiftönen und Pfeiftönen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich werde sehr viel pfeifen auch bei der Partie. Oder nicht sehr viel, aber immer mal wieder ab und zu. Dann gibt es mal auch eine Marilyn Monroe-artig gehauchte Stimme. Dann gibt es ein Schlafliedgesang, also mit einem sehr, sage ich mal, tiefen, in einem tiefen Register, was sonst eher für ein Mezzo vielleicht geschrieben wäre. Also es geht sozusagen alles von Alt bis hohem Sopran, kann man so sagen, plus Sprechgesang auch. Also das war mir etwas ganz Wichtiges und ist wirklich ein Traum, dass ich das hier im Haus realisieren konnte, wirklich für bestimmte Stimmen, Schauspieler, dieses Orchester zu schreiben, dass ich mir das wünschen konnte. Auch La Fura del Vals habe ich damals in der Stockhausen-Oper in Köln Donnerstag aus Licht gesehen und auch dort kennengelernt. Und es war von dem ersten Moment an klar, dass wir zusammenarbeiten müssen. Auch Kent Nagano, mit dem ich lange verbunden bin, auch als Klarinettist, wir haben oft Mozart-Klarinettenkonzert, haben wir oft gemeinsam gespielt, sind oft gemeinsam auf der Bühne gestanden. Zu wissen, für wen man schreibt, das ist doch etwas ganz Wichtiges. Die Uraufführung der Oper Babylon ist in kreativer und inspirierender Zusammenarbeit zwischen Komponist, Librettist Peter Sloterdijk, Sängerensemble und dem Regieteam um La Fura del Maus entstanden. Als genauer Kenner von Wiedmanns Musik war auch Generalmusikdirektor Kent Nagano wesentlich an diesem Schaffensprozess beteiligt. Hier in dieser Oper sieht man, dass Jörg Wiedmann seine Musiksprache sehr erweitert hat. Sie ist ganz anders als seine bisherigen Kompositionen, die ich kenne. Gleichzeitig merkt man aber auch, wenn man nur ein paar Takte gehört hat, dass es sich nur um Wiedmann handeln kann. Sometimes it's really good for a house, for a group of people that are an ensemble. Manchmal tut es einem Opernhaus und seinem Ensemble gut, eine gemeinsame Herausforderung zu haben. Etwas, das nur funktionieren kann, wenn alle sich anstrengen und zusammenarbeiten. Das Bemerkenswerteste und Aufregendste am Entstehungsprozess dieser Aufführung ist, wie das ganze Haus an einem Strang gezogen hat. In diesem Sinne wird mit Babylon eine Oper von im wahrsten Sinne des Wortes epischen Dimensionen aus der Taufe gehoben.